Ja, willkommen zurück zu Nintendo World Cup für das NES. Und ja, es ist ja wieder Sonntag, wenn ich diesen Part hochladen werde. Und ja, es geht jetzt hier weiter. Wir haben im letzten Part die erste Mannschaft, Kamerun, erfolgreich besiegt. Und heute ist die zweite Mannschaft dran. Ihr werdet gleich erfahren, um welche Mannschaft es sich handeln wird. Aber vorher will ich das Passwort eingeben. Und eine Mannschaft auswählen, die ich spiele. Nehmen wir mal Spanien. Ja, und auch hier möchte ich diesen einen Spieler wieder haben. Warte mal, Moment. So und so. Juan. Hä? Das gibt's zwei Juans. Okay. Ja. Und auch meine Strategien. Das brauche ich nicht immer von neuem erklären. Das, falls ihr wissen wollt, was sich hinter diesen Strategien verbirgt, dann schaut euch den ersten Part an. Auf jeden Fall geht es jetzt gegen Japan. Spanien gegen Japan hier. In der Weltmeisterschaft. Und wie ihr sehen könnt, hat meine Mannschaft dieselben Gesichter. Die Computergegner haben natürlich andere Gesichter. Das ist immer so, dass immer der Spieler immer dieselben Gesichter hat. Egal welche Mannschaft er nimmt. So, die Japaner sind ungefähr so stark wie die Kameruner. Vielleicht ein bisschen stärker, aber nicht spürbar. Das heißt, wir haben es gegen die Japaner ungefähr genauso leicht. Ja, auch wieder dieselbe Hintergrundmusik. Aber keine Sorge, in den... Ja, auch... Spanien hat genau denselben Superschuss wie er hier von den USA. Ja, also keine Sorge, die Hintergrundmusik wird ab dem vierten Spiel anders. Also drei Spiele haben dieselbe Hintergrundmusik und nach allen drei Spielen ändert sich die Hintergrundmusik. Das heißt also, im nächsten Spiel werden wir nochmal diese Hintergrundmusik hören und ab dem vierten Spiel, für drei Spiele wird es dann eine andere Hintergrundmusik geben und dann ab dem siebten Spiel wieder für drei Spiele eine andere Hintergrundmusik und so weiter bis zum Finale. Und das Finale selber hat eine eigene Hintergrundmusik, also Spiel 10 und Spiel 11, die haben noch dieselbe Hintergrundmusik, aber das Finale hat eine extra Musik. Das heißt, wir haben insgesamt, wie viele Hintergrundmusikstücke haben wir hier? Einmal diese hier, 5 unterschiedliche Hintergrundmusikstücke haben wir. Ja. Und auch ist die Reihenfolge, wie wir die Mannschaften bekämpfen, die ist immer gleich. Das heißt also, Kamerun ist immer die erste Mannschaft. Es sei denn, man in Kamerun selber, dann ist USA. Aber das habe ich ja auch schon erklärt, dass USA die Platzhaltermannschaft immer ist. Und ja, Japan ist immer die zweite Mannschaft. Auch da kann ich sagen, es sei denn, wir spielen selber Japan, dann ist das... War gut, dass ich da stand. Der hätte sonst ein Tor gemacht. Und wir haben den Torwart gesehen. Ja, also wenn ich Japan selber nehme und es ist das zweite Spiel, dann spielen wir auch gegen die USA. Also wie gesagt, USA ist immer der Platzhalter. Warum will Willi manchmal nicht takeln? Das verstehe ich nicht. Ach ja, apropos Willi, falls ihr fragt, wer Willi ist, das ist der da oben, mein Mitspieler. Und ich habe auch schon gesagt im NES Random Race, falls ihr euch fragt, warum ich ihn immer Willi nenne, weil er wie so ein Willi aussieht. So. Dann mal hier ein bisschen nach vorne spielen. Bisschen mehr passen hier. Das ist ja für das europäische Fußball elementar. Und Spanier sind ja Europäer, also von daher. Und das sieht man auch hier in diesem Spiel. Also besonders die europäischen Mannschaften, die spielen sehr stark mit Pass. Ich glaube auch alle außer eine, aber gut, dazu werde ich dann was sagen, wenn diese Mannschaft ankommt. Ja, okay. Also ihr habt ja den Superschuss gesehen hier, den Spanien hat.
Und die haben jetzt den Superschuss, haben alle Spanier. Na gut. Die anderen können keine Superschüsse. Also meine Mitspieler, das habe ich übrigens im ersten Part auch noch nicht gesagt, die können natürlich keine Superschüsse. Bei den Computergegnern ist das wiederum anders. Da können alle einen Superschuss machen. Selbst wenn da ein Abwehrspieler nach vorne kommt, zu meinem Tor, selbst der kann einen Superschuss machen. Ist ein bisschen unfair verteilt. Also die Computergegner können auch mehr als 5 Superschüsse abschießen pro Halbzeit. Ich kann ja nur 5 maximal. Das ist ein bisschen unfair, aber dafür ist ja auch, ja, soll es ja auch herausfordernd sein. Das Tor war genial. So. Sonst noch irgendetwas, was ich zu erwähnen habe? Ja, das habe ich übrigens auch vergessen im ersten Part zu sagen. Es gibt 2 Angriffsmethoden. Einmal Tackle, also wenn ich den A drücke, und einmal die Grätsche. Grätsche ist eben, ja, das will ich dir gleich mal kurz zeigen. Die Grätsche ist in bei späteren Mannschaften sicherer, weil einige spätere Mannschaften sind so stark, dass man mit Tackle da nicht gegen ankommt. Dass man nur mit Grätsche da ankommt. Und auch wieder mit den Schritten Superschuss geschafft. Ich weiß gar nicht, wie viele Schritte Spanien braucht. Wie schießt denn einen immer ab hier? Ja, komm. Ich habe mich jetzt gar nicht mitgezählt. Also 4 Superschüsse habe ich mindestens schon gemacht. Dann will ich mal gucken, ob ich noch einen kann. Ja, das müsste denn jetzt der 5. sein. Ihr gleich sehen werdet, wenn ich jetzt die Rolle mache, dann kann man keinen Superschuss machen. Das ist nur ist wie ein normaler Schuss. Aber wenn ich jetzt hier ihn jetzt ihn, ja, ihr seht, wenn das passiert, dann sind die Superschüsse verbraucht. Vielleicht kriege ich es ja hin, einen Powerschuss zu machen. Habe ich es wenigstens einmal in diesem Projekt gezeigt. Ah. Danke, ist so ein Weg war's, Willi. Das war ausnahmsweise mal gut. Oh, lächerlich. Ah, oh, du Dummer! Diese mit den kräuselten Haaren, der war mir im Weg. Oh, come on hier. Was ist das für ein... für ein Schlachtfeld hier. Was? Willi ist tot? Oder erschöpft? So. Ah, ich weiß ja gar nicht, wie viele Schritte die brauchen. Bei ihm ist es sowieso manchmal eher random. Haben wir ja schon im letzten Part gesehen. Also dieser Spieler hier. Obwohl, ich weiß nicht, ob das was mit der Mannschaft zu tun hat. Ja, was haben wir hier als Halbzeitsbild eben gesehen bei den Japanern? Eine Geisha war das, glaube ich, oder? Ich meine, das war eine Geisha. Oh, Willi, sag doch nicht, jetzt brauchst du nicht im Weg sein. Hey, jetzt hat er nur 2 Schritte gemacht und trotzdem Superschuss. Aber ihr seht, die Superschüsse sind nach der Halbzeit wieder da. Das heißt, ich kann jetzt nochmal 5 Superschüsse machen. Auch die Japaner ziehen wir hier ordentlich ab hier. Oh! Der hat er gehalten hier, WTF! Hi. Es gibt hier so einen NES-Spieleberater und da steht drin, wie viele Schritte die einzelnen Mannschaften brauchen. Spanien war, glaube ich, auch nur 5 Schritte, aber ich habe
eben weitaus weniger Schritte benötigt. Und der eine ist schon erschöpfter. Ich habe früher immer gesagt, als ich es als Kind gespielt habe, die sind tot. Die sind nur erschöpft. Weil wenn man ein Tor schießt, sind die ja wieder da. Aber die halten ja nur einen Treffer aus noch und dann... Ey! Langohr! Hallo? Ja, die halten ja nur einen Treffer aus und dann... sind die... ja, liegen wieder. Eben bis zum Ende, beziehungsweise wenn das die erste Halbzeit ist, bis zur Halbzeit, dann sind die wieder voll da, mit voller Energie. Ja, ich wollte gerade schießen. Ja, wieso hat der Ball manchmal keine Kollisionsabfrage? Das verstehe ich nicht. Billy, nimm mich in Acht! Gut, diesmal hat er den nicht gehalten. Also, wie gesagt, 80%ige Chance ist es, glaube ich. Also, so grob geschätzt. Dass der Torwart den Ball hält oder nicht. Sonnenbrillentyp bekommt den Ball. Ja. Ey, ich habe nach schräg oben gedrückt. Hallo. Das war, glaube ich, jetzt der dritte oder vierte Superschuss schon. Weiß ich jetzt gar nicht. Ich hab nach schräg oben gedrückt. Dann hätte er eigentlich schräg fliegen müssen. Der ist auch schon erschöpft. Ey. Gut, dass er im Weg war. Braucht tatsächlich weniger Anlauf als die anderen. Oder ist es bei Spanien, waren das 4 Schritte? Weiß ich jetzt auch nicht. Aber das waren weitaus weniger als 4 Schritte, oder? Komm, gib her. Da! Jetzt habt ihr es mal gesehen. Also die Superschüsse sind aufgebraucht, dann kommt dieser schnelle Schuss. Gut, dass ich das jetzt wenigstens einmal hier drauf hab. Im Kasten hab hier. Weil wenigstens einmal wollte ich euch das zeigen. Glaube ich, ein Schritt, glaube ich, zu wenig. Ah. Ich kann es nicht immer so gut einschätzen mit den Schritten. Das ist ein bisschen schwierig. Wie schnell der Ball ins Tor geht. Nochmal ein Powerschuss. Ja, das ist, wie gesagt, wenn die Superschüsse verbraucht sind, dann macht er das. Gut, dass ich euch das wenigstens zeigen konnte hier. Wie gesagt, in den ersten Mannschaften, da kann man noch so ein bisschen rumspielen. Also bei den ersten 3 gewissermaßen. Auch bei die nächste ist nicht so stark. Hat zwar ein bisschen mehr drauf als die Japaner und die Kameruner. Aber auch nicht so viel, dass man jetzt sagen muss, ja, das ist eine große Herausforderung oder so. Aber man merkt ab dem 4. Spiel, wenn auch sich die Hintergrundmusik ändert, da wird schon ein bisschen spürbar schwieriger. Aber für mich ist es... Wie gesagt, für mich ist das alles gar kein Problem. Es gibt nur 3 Mannschaften, die für mich eher problematisch wären. Und die sind ja allesamt am Schluss. Hä? Ich habe es ihnen gedacht, ich wäre der andere dort. Oh, 20:0. Ah. Ja, ich muss ja jetzt nicht jedes Mal die Powerschüsse machen. So, spielen wir jetzt ganz normal die restlichen Minuten. Auch wenn da steht, dass unter einer Minute ist die... schaut euch mal die Sekundenrückzählung an. Schaut euch das mal an. Das sind keine Sekunden, das sind immer 3 Sekunden. Dann wird eine Sekunde zurückgezählt. Oder was heißt eine Sekunde? Also eine Zahl zurückgezählt. Wie gesagt, das sind ja keine Sekunden dort.
gehen viel zu langsam. Oder? Jetzt so anschaue. 21. Ne, es sind immer 2 Sekunden, die Zahlen brauchen, um zurückzugehen. Das heißt also, ein Match, also eine Halbzeit dauert 8 Minuten. Das heißt, ein Spiel also 16 Minuten somit. Auch hier wäre die 30 Pro Challenge kein Problem. Wie gesagt, Japan ist nicht so viel herausfordernder als Kamerun. Ich will mal wieder den Powerschuss machen, aber wie gesagt, das mit den Schritten, das kann man nicht so gut einschätzen. Jetzt wollen wir mal ganz normal hier Tore machen. Mal ins Tor laufen. So. Wie gesagt, es macht Spaß. Also es wird ein bisschen langweilig nach einer Zeit, wenn die Mannschaften zu leicht sind. Wie jetzt hier am Anfang. Aber dann macht das Spaß, so ein bisschen rumzuspielen. Den Torwart zum Beispiel auszutricksen oder sowas. So ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Rumspielen. So, das war's. Und ja, das war's mit diesem Part. Wir sehen uns im nächsten Part, in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Tschüss.